Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Nicht Raid am Mittwoch am Donnerstag, sondern Raid am Mittwoch, weil Raid am Mittwoch natürlich am Mittwoch kommt und nicht am Donnerstag. Klingt ein bisschen komisch, aber ja, bei mir weiß man ja nie. Wir haben es aber geschafft, pünktlich Mittwoch wieder da zu sein. Deswegen präsentiere ich euch jetzt wieder die Highlights der Woche. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Also bleibt dran! Angefangen hat die Woche mit einem Shiny Radfratz bei Bockwurst King. Da steht immer noch eigene Nummer. Da muss ich immer erstmal überlegen, wer das ist, ob ich das nicht selber war. Nein, aber das war bei Bockwurst King natürlich. Richtig gute Sache. Glückwunsch, das Event ist zwar um, aber ihr wisst, die Shinies sind ab dem Moment ja dann für immer im Spiel. Und Radfratz, Taubsi sind ja jetzt keine seltenen Pokémon, deswegen wäre es angeblich einfach, die irgendwann als Shiny zu bekommen. Der Bockwurst King hat uns das vorgemacht, wie das geht. Dann die Heike, wieder was Feines gebrütet mit einem 100%igen Elekid. Und das zum Elevoltag entwickeln ist richtig krass, richtig guter Angreifer natürlich, Elektro-Pokémon. Dann hat mir der Jakob wieder was geschickt, der hat nämlich ein paar Quests gemacht, beziehungsweise, schreibt er auch hier, erste Quest, Instant, Nudeln, 100%, ne, ein 100% Bisaflor aus der Quest mit 1166, habt ihr auch Bisaflor aus der Quest bekommen? Ja, nein, schreibt's mal in die Kommentare, während des Pflanzen-Events gab's das ja, ich glaube eins oder zwei habe ich gemacht oder bekommen. Mir war das gar nicht bewusst, dass das aus der Aufgabe rauskommt, aber waren auch, glaube ich, keine guten. Und ich habe ja schon ein 100%iges, was ich damals am Community Day entwickelt habe. Aber coole Sache natürlich trotzdem. Dann die Crystal Shiny Treff oder wie, hat hier die Bahnhofsarena, die sieht die nämlich immer, mal abgescreent, weil da der ganze Community Day von Quiegel vereint war mit einem Shiny Quiegel, Shiny Keifel, Shiny Mammute, saß da drin zusammen, alles grün und gelb, aus den 7 Kilometer Eiern von Brian. Der hat uns hier was geschickt und das ist doch eigentlich eine richtig gute Ladung. Da ist sogar ein Mantyrps und ein Mobai dabei in einer Brüt-Session und ein Mobai habe ich selber noch nicht mal. Und er hat hier gleich ein 98%iges gebrütet. Richtig gute Sache. Der Fahrlaub zeigt uns, wenn es noch jemand braucht, dann ab auf den Friedhof. Denn da saß mal wieder ein wildes Relaxo, auch seltener geworden in letzter Zeit. Und jetzt bei so vielen Pokémon und Generationen, die alle veröffentlicht werden und released, ist es natürlich immer besonders, wenn man die ganz alten Klassiker mal wieder wild findet, wie eben auch Relaxo. Der Daniel Mattis, ups, gerade beim Brüten gestört, sorry, zeigt uns hier ein Huthut, was auf einem Oweiß sitzt und es ja wirklich so aussieht, als würde die Eule gerade versuchen, ihre Eier auszubrüten. Kann man mal machen, okay. Der Brian wieder mit einem Nebulak, 100% auf Level 15, also auch aus der Feldforschung, aus einer Aufgabe bekommen. Richtig gute Sache, ihr seht, das kommt auf 2878, hat ja auch nochmal eine WP-Steigerung bekommen gehabt bei der Wende und ist immer noch ein cooles Pokémon. Der Ikegru, frisch aus dem 3D-Drucker, hat uns gezeigt, wie man auch coole Eierbecher machen kann. Die sehen natürlich aus wie Togepi oder wie es immer sagt, Togepri. Und da könnt ihr auch eure Eier reinhalten, ne? Wer will das nicht? Ein Eierbecher ist schon was Feines. Dann habe ich mit Fahrlaub getauscht und habe jetzt endlich auch einen Shiny Nebulak bekommen. Richtig gute Sache. Danke nochmal dafür. Dafür ist auch mein letztes salziges Shiny Dratini draufgegangen. Salzig deshalb, weil das damals aus Salzburg noch war. Und ja, das Einzige, was ich eigentlich beim Community Day bekommen habe. Und in Salzburg. Das waren gleich zwei besondere Dinge auf einmal. Dann hat der Justin Keller uns gezeigt, er hat ein Flemly getauscht und das ist einfach 100% geworden und Lucky, richtig gute Sache, natürlich aufheben für den Community Day, da wird sicherlich einer kommen. Klick, klick, hurra, Xtreme hat wieder mal ein bisschen getauscht, ein 96%iges Lunastein, ein 98%iges Gekkabor. Ich glaube, das war noch vor dem Community Day? Ich weiß es nicht. Wenn es davor war, hat er es hoffentlich entwickelt. Wenn es danach war, okay, dann hat er ja 100.000 Gekkabor vorgehabt, die er tauschen konnte.
weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, das war noch davor, ja. Und er hat das sicherlich mit reingenommen. Der Brian ist aufgestiegen, hat endlich sein Level 39 erreicht und hat da oben auch gleich schnell mal was weggemacht, dass man das ja nicht sehen kann, was er da wieder für Unfug getrieben hat. Und nochmal der Brian, die restlichen 6 hätten sie mir ja lassen können, oder? Weil er 15-15-9 aus der Forschung hat und noch 6 dazu, hätte er also 3x15 auf Level 15 ein 100%iges, ist aber nicht. Außerdem, Brian, kann es ja sein, dass der zweite Wert nur 14 ist und gar nicht 15. Und selbst wenn du hinten 6 hättest, hätte dir immer noch 1 gefehlt von der Mitte. Das weiß man nicht genau. Dann der Marcel hat uns gezeigt. Ein Despota, ganz typisch natürlich, wenn Despota angreift, das steppt ja immer so rum und trampelt sozusagen. Und das ist einfach das beste Bild überhaupt, wie es aussieht, wenn man einfach auf einen Legostein tritt. Ihr wisst selber, wie das ist, wenn irgendwo was liegt und ihr tretet da drauf, wie schmerzhaft das einfach ist und ihr einfach krepiert daran, weil das so brutal ist. Und das passt einfach richtig gut zum Despota, weil es wirklich so aussieht, das ist gerade auf einen Legostein getreten. Und obwohl es so ein Monster ist, so richtig heftig, ist so ein kleiner Legostein immer noch was richtig Ekliges, selbst für Despota. Dann der Kevin, endlich geschafft, hat sein zweites 100%iges Dialga bekommen und er hat auch schon ein 100%iges Palkia gehabt, also richtig gute Sache. Da hat er das Duo erstmal komplett. Ob er auch ein 100%iges Giratina hat oder jetzt bekommt, das ist natürlich interessant, aber da würde er uns auf dem Laufenden halten, denke ich mal. Horst of Death, das Kogowai vom MRV. Da waren wir nämlich auch unterwegs, haben noch einen Raid gemacht und da saß ein Alola Kogowai. Ich habe mich einfach 100 Mal umgemeldet und habe gesagt, ach, das fange ich jetzt nicht, brauche ich nicht, keine Ahnung. Und er hat dann, also zu Hause war das mal bewertet, das waren 98er und ich, Idiot, habe es einfach nicht gefangen. Trotzdem natürlich cooles Pokémon, auch wenn es nur 14 Angriff hat. Dann hat der Brian mal wieder ein Shiny bekommen, ein Shiny Wablu und mir hängen die Dinger ja schon zum Hals raus. Andere haben wirklich noch gar keins und sagen immer, hey, das fehlt mir, so eins hätte ich auch gerne mal. Aber egal, selbst wenn man es schon 100 Mal hat, es sieht einfach trotzdem genial aus, sieht besser aus als Shiny, wie andere Shinies von anderen Pokémon, die einfach nur wirklich, ja, so nach nichts aussehen. Das ist trotzdem edel, richtig cool, er hat es auch noch nicht entwickelt. Also hat auch noch kein entwickeltes. Könnte natürlich machen, die Bonbons hat er ja dazu, 1100 und 400 braucht er. Da hat er auch das Altaria als Shiny dann im Pokédex. Der Beavy Ranger, der Beaver Ranger, der C-Day kann kommen. Der hat nämlich einen Reptane Raid gemacht und ein 100% Reptane aus dem Raid bekommen. Was er natürlich auch am Community Day entwickeln kann zu Gewaldro. Und ja, damit ist also auch das von Extreme vor dem C-Day gewesen. Jetzt wissen wir es also ganz genau. So kann der Tag losgehen. Da hat der Kenny aus dem Feldforschungsdurchbruch einfach mal einen Shiny Lugia gezogen. Und hinterher hat er noch ein bisschen getauscht und ein 100% Sonnenfell bekommen durchs Tauschen. Ihr seht, Level 11. Geht nur bis 2300 hoch, aber zum Maxen ist das ja eh nix. Aber für die 100er-Sammlung gern gesehen. Dann war der Community Day. Da habe ich ja ein Video dazu gemacht, auch wie das so abgelaufen ist alles. Und da bin ich aufgestiegen natürlich mit Bärbel, so beste Freunde, mit dem fetten Fiesack. Grüße gehen raus, falls er das sieht, der jetzt wieder aktiver ist als die ganze Zeit. Deswegen sind wir jetzt auch erst beste Freunde geworden. Die heilige Maria habe ich ja auch schon öfters erwähnt. Auch beste Freunde geworden. Das sieht man nochmal meine Ausbeute auch. 9 Stück hatte ich also bekommen. Kann man lassen, geht besser. Andere haben da 15 bekommen oder so. Und der Beverager war auch einer der ersten, der gepostet hatte, dass er eins bekommen hat. Habe ich nochmal mit reingenommen, weil er das eben gepostet hat. Und ja, wie findet ihr das Shiny eigentlich? Sieht das gut aus? Findet ihr das normale besser? Hat halt einen richtig roten Schwanz. Was mir danach erst aufgefallen ist. Dann die Heike, danke an Steffen. Hat wohl während des Community Days, glaube ich, auch ein Raid gemacht und ein 2307er Dialga bekommen, also 100% mit 15, 15, 15. Richtig gute Sache. Ich hoffe, sie hat genug Bonbons, dass sie das hochziehen kann. Der Horst of Kenny
Horst auf Kenny. Der Kenny wieder mal. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Was ist das da unten? 13. 13 Stück, da habe ich nur gut 1,5 Stunden gespielt und trotzdem schon 13 Dinger bekommen. Also auch richtig gute Sache, das sieht man mal. Manche haben wirklich 3 Stunden gezockt und gerade mal 9. Andere, die haben schon 13 in der Hälfte der Zeit, also da ging es richtig gut ab. Der Bockwurst King hat auch gleich eins getauscht, hat dadurch einen Lucky bekommen, hat jetzt einen Lucky Shiny Gekavor. Aber einer hat noch einen draufgesetzt, das war nämlich der linke Networks. Der hat nämlich sein Shiny Gewaldro getauscht, beziehungsweise hat ein getauschtes Shiny Lucky Gekavor dann entwickelt zu Gewaldro, weil es eben gute IV hatte und 91% mit 15 Angriff, kann sich schon sehen lassen. Auch gute Sache für PvP. Könnte man sogar hochziehen auf Level 34, dann hätte es 2493, obwohl jetzt ist Level 21. Gut, es kostet ja nicht so viel Staub, es ist ja Lucky. Was er damit macht, ist ihm überlassen, werde ich wohl nicht rauskriegen, aber erstmal einen dicken Arm unten drunter geknüppelt. Und die Terrorziegel, die zeigt uns, wie ein normales 91er Gewaldro aussieht. Auch mit 15 Angriff, auch richtig gute Sache, aber mit viel höheren Level, nämlich Level 29. Dann hat die Terrorziege noch ein, bin ich jetzt bekloppt? Nein, nicht ein normales Shiny und ein normales Gewaldro mit 98% folgt hier mit 15 Angriff und die anderen zwei Werte wechseln sich ab, kann man nicht genau bestimmen, deswegen nehme ich immer kein Poké-Genie, sondern schwöre auf Kalzi, da weiß ich Bescheid, aber nur Level 16, trotzdem 98%, also auch richtig gute Sache. Dann haben wir das auch im Video gezeigt vom Alex oder hier Judith van Bär. Bär? Hat natürlich im Feldforschungsdurchbruch ein Ho-Oh bekommen, ein Shiny Ho-Oh, aber mit 100%. Auch richtig geniale Sache. Wäre eigentlich der Schocker der Woche gewesen, aber da haben wir was anderes, was passend dann zum Thema war. Und auch richtig gute Sache, also das würde ich auch auf jeden Fall hochziehen an seiner Stelle. Auch wenn er noch nicht Level 40 ist, aber das kann ja noch werden. Der Horst, der Kenny. Und endlich war auch er mal im Ei, hat sein erstes Mantirps gebrütet. Glückwunsch dafür, da können wir ja mal eins tauschen. Ich habe nämlich auch schon 100. Und die Crystal hat auch ein 98%iges Gekavor bekommen. Also immer gute Ausbeute beim Community Day, wie man sieht. Und selbst die hat ein Mobile mit 89%, wo ich immer noch keins habe. Linke Networks hat sein Traunvogil, sein Shiny Traunvogil zu einem Shiny Traunmagil entwickelt auf Level 4. Das ist richtig low, aber natürlich coole Sache, denn Traunvogil, Traunmagil habe ich auch beide noch nicht als Shiny. Glückwunsch dafür. Und, ach genau, das ist Unlicht nämlich. Sieht man einen Tiefschlag, Unlicht, deswegen dieser Mond mit diesem Sternchen drin. Habe mich jetzt über das Zeichen gewundert, welcher Typ das ist. Der Justin Keller hat ein Shiny Pichu gebrütet, hat sich da auch riesig gefreut, wie man an den verkrusteten Augen sieht. Dann bin ich während des Community Days noch mit Kutte 1312 aufgestiegen, 1312. Grüße auch da an Wullehai bei Facebook. Da habe ich das leider weggedrückt, aus Versehen, habe deswegen nur nachträglich den Screenshot gemacht, wie das da war. Auf dem zweiten Account habe ich dann auch beim Community Day bei einem Raid ein 98%iges bekommen mit 15, 15, 14. Ihr seht, das kommt auch schon über 4000 WP, also einfach höher auch als Palkia und no, so eins kann man ja auch schon mal maxen. Dann habe ich noch, Grüße gehen raus natürlich an die Angelina Vio, von der ich nun einen Shiny Vulcano bekommen habe. Wir haben uns ja in letzter Zeit öfters mal was hin und her getauscht, auch richtig gute Sache. Dann habe ich einen früh, damit ich ich vergesse so oft nämlich auch einen Spezialtausch zu machen, habe ich gedacht, okay, gibst du mal deinem anderen Account den Mewtwo ab und tausch dir mal von deinem zweiten Account mal wieder einen Arctos drauf, weil du einfach keinen Shiny Arctos mehr hattest, denn die du auf deinem großen Account hattest, hast du ja getauscht und anderen Leuten abgegeben
und so hast du gar keins mehr in der Sammlung. So habe ich mir vom kleinen Account eins rübergegeben und das Shiny Arctos ist auch Lucky geworden. Somit also auch der Lucky Pokédex-Eintrag bei Arctos abgehakt. Fehlt noch Lavados, fehlt noch Zapdos, dann ist Gen 1 im Prinzip fast fertig. Aber gute Sache, da sind die IV dann auch egal gewesen. Hauptsache da, der Lucky Dex ist da. Und da ich noch ein Shiny Arctos hatte, was ich mir tauschen konnte, war das auch nicht so schlimm, dass das Lucky geworden ist, weil ich einfach das andere noch rüber habe. Und somit habe ich trotzdem eins ohne Hintergrund, aber so eben auch eins mit Hintergrund. Der Bockwurst King hat dann auch ein bisschen getauscht, noch ein Lucky Dialga bekommen, nicht Shiny. Dann war ich wieder mal mit dem Hosti unterwegs, haben hier zwei Raids zusammenhängende gemacht. Da musste ich mich schweren Herzens dazu bereit erklären, mitzumachen. Hab's aber nicht bereut, denn bis dahin hatte ich noch kein gutes auf dem großen Account. Hab dann ein 96%iges bekommen mit 15, 13, 15. Und beim zweiten Raid hinterher, das war ja ein Doppelraid, gleich noch eins mit 15, 15, aber nur 10. Und da seht ihr auch die Unterschiede, denn das kommt nicht auf über 4000, das andere schon. So, bisher also mein Bestes, das 22,97er. Wenn da nichts Besseres kommt, würde ich das einfach maxen. Die Terrorzicke hat uns gezeigt, dass auch in Thema sich was tut und in Thema auch ein neuer Stop hinzugekommen ist. Später hat sie dann noch einen anderen gepostet. Da ist auch ein zweiter Stop noch hinzugekommen, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich sogar. Dann der eine zu einer Arena geworden. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Vielleicht war es auch einfach nur ein Stop und eine Arena, die schon da war oder... Hätte ich nochmal nachfragen können, habe ich nicht, will auch nichts Falsches sagen, aber ein Thema hat sich auf jeden Fall auch mal wieder was getan. Dann der Bockwurst King wieder mit einer Feldforschung und einem 100%igen Magmar aus der Forschung mit 15, 15, 15. Kann er natürlich weiterentwickeln zum Magbrand, aber er hat da schon eins, seht ihr ja, der Schatten ist unten nicht mehr da. Der Mützenmann, die gibt's ja immer noch. Da war der C-Day dann schon lange vorbei und da hat er trotzdem, weil das Pflanzen-Event ja immer noch aktiv war und immer noch überall Gekkabor rumgesessen hat, noch einen Shiny Gekkabor hinterher geschmissen bekommen. Ihr seht also, die sind nicht weg nach den Events, die sind einfach da. Der Bockwurst King noch mit einem kleinen Suchbild. Finde Groudon. Ja, wo ist es denn? Das kann man ja... Das ist ja fast unsichtbar, wenn man sich das so ansieht. Ist es da, da hinten das Rote? Nee, das ist irgendwie so eine Hütte, so ein Strandkorb. Ach, ich glaube, links im Bild ist es, ne? Das Rötliche erkennt man ja. Totaler Schwachsinn, da hätten sie auch lauter Minions hinmachen können und dann dazwischen ein Groudon, das wäre genauso genial gewesen. Vor allem einfach, wie es da steht und guckt, so richtig lebensfroh, sage ich mal. Dann gingen neue X-Raid-Einladungen raus für die Brücke der Technik am 4. April, 13 Uhr. Da könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr auch eine X-Raid-Einladung bekommen habt, ob das bei euch auch regelmäßig klappt. Bei uns ist das eigentlich fast jede Woche so, dass eingeladen wird, immer abwechselnd Schwimmbad, Brücke, weil gegenseitig die andere ja dann immer gesperrt ist. Beim letzten Mal ging für Brücke nichts raus, obwohl die nicht gesperrt war, obwohl da kein Raid dran war bei der Vergabe, aber... Diesmal hat es wieder gereicht, denn gerade auch am Community Day haben viele Leute da geradet und noch einen Fünfer an der Brücke mitgenommen. Der Extreme hat dann wieder mal ein bisschen getauscht, hat ein 98er Lucky Fluffeluff bekommen, ein 96%iges Lucky Rettan und ein 93%iges Mauzi als Lucky mit 14, 14, 14. Auch gut natürlich für die Einträge. Das also meine zwei Pässe, da seht ihr schon, Mutter und Kind, ist eine Arena in Meiningen, da wurde ich eingeladen von der Terrorzicke. Dankeschön nochmal dafür, dafür habe ich sie als Dank dann zur Brücke der Technik eingeladen am 4. April und da soll ja eben schon auch morgen am 28. die neue Verteidigungsform kommen von Deoxys, da versuche ich natürlich auch ein Video zu machen. Und das letzte jetzt von dem Video habe ich gestern, glaube ich, hochgeladen, nimmt zwei Evoli, einfach diese total verbuggte Grafik beim Evoli Buddy entwickeln, dass ihr ein Evoli drehen konntet, das andere ist stur stehen geblieben und wenn ihr es auf den Entwicklungsbutton gedrückt habt, dann habt ihr schon das fertige entwickelte Pokémon gesehen, was zusammen aber mit dem rohen Evoli hochgeflogen ist und dann habt ihr plötzlich zwei entwickelte andere
Nach Tara war das in dem Fall zusammenhängend gehabt, wo ihr eins drehen konntet und eins nicht. Oder eben die Wackelarena auch dazu. Immer wieder lustig, der Iswo hat mir schon öfters auch solche Bilder gezeigt, wo sein Schlurp einfach, wo der Schwanz von hinten durch den Bauch durchspießt und nach vorne hängt und ich nie wusste, was macht der denn immer damit, was ist bei ihm denn nicht richtig, dass das so aussieht. Jetzt habe ich selber natürlich auch mal erlebt gehabt, habe das festgehalten, habe das in einem Video verpackt und das war's davon. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Kevin Ray, den habe ich so genannt, weil der immer so viele Rayquazas gemacht hat und er hat uns gezeigt, wie der Community Day wirklich das absolute Highlight. Also der Satz ergibt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall hat er ein 100% Gewaltro als Shiny Pokémon bekommen. Hat er noch nicht gemaxt, kann er natürlich noch machen. Und das ist natürlich die Crème de la Crème, 100% Shiny Lucky. Wie beim Alex, das mit dem Ho-Oh, aber weil ja eben jetzt der Gekkabor Community Day war und alle auf das Ding gegangen sind und scharf waren, hat es einfach richtig gut dazu gepasst, deswegen habe ich das als Schocker der Woche mit reingenommen. Auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so eine Seltenheit war und jeder zweite natürlich ein 100%iges Shiny Gewaltrohr hat. Ich aber nicht, ich habe nur ein normales 100er. So. Das wollte ich übrigens vielleicht auch mal hochziehen in einem Video, ob ich da extra ein Video mache oder nicht, weiß ich noch nicht und so. Man macht damit ja, glaube ich, eh nicht wirklich was. Wenn man es nicht hochzieht, ist es wahrscheinlich noch nützlicher, als wenn man es hochzieht. Aber deswegen, keine Ahnung. Werde ich mal sehen, was ich damit mache. Das war es auf jeden Fall von dieser Woche. Wir sind gespannt, was so passiert. Giratina kommt zurück natürlich. Ein neues Event ist auch schon wieder angekündigt. Der Earth Day. Aber dazu werden wir auch nochmal was machen. Und wie gesagt, das war's von dieser Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin einfach Peace out, Vorhaut, euer Ramses.